Moin zusammen, heute gibt's einen groben Überblick über den Kriegsverlauf im Zweiten Weltkrieg. Die Ausgangslage sieht so aus. Adolf Hitler hat eine Diktatur in Deutschland errichtet. Und obwohl er Frieden betont, rüstet er auf und besetzt im März 1939 sogar die Tschechoslowakei. Jetzt ist klar, dass Polen das nächste Opfer von Deutschland sein wird. Deswegen geben England und Frankreich eine Garantie für die polnischen Grenzen ab. Das heißt, wer die polnischen Grenzen nicht in Ruhe lässt, der kriegt Krieg mit England und Frankreich. Hitler will trotzdem Polen überfallen. Er bereitet es durch den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt vor. Der Pakt garantiert Deutschland, dass die Sowjetunion neutral bleibt, wenn es zu Auseinandersetzungen mit Polen und den Westmächten kommt. In einem geheimen Zusatzprotokoll wird Polen zwischen der Sowjetunion und Deutschland aufgeteilt. Ist also ziemlich klar, worauf Hitler abzielt. Dann überfällt Deutschland am 1.9.1939 Polen. Damit geht der Zweite Weltkrieg los. Denn England und Frankreich müssen jetzt Deutschland den Krieg erklären. Der Krieg geht los, schauen wir uns also ganz kurz an, wer so Kriegsparteien sind. Auf der einen Seite haben wir Deutschland, Italien und auch Japan. Die werden auch Achsenmächte genannt. Auf der anderen Seite stehen die Alliierten. In erster Linie sind das Großbritannien und Frankreich. Später dann auch die USA und die Sowjetunion. Das waren die Hauptakteure. Es mussten aber auch Menschen aus vielen anderen Ländern an den Kämpfen teilnehmen. Jetzt ein kurzer Überblick über den eigentlichen Kriegsverlauf. Am Anfang hat Deutschland Erfolge. Zum Beispiel kann Polen ganz schnell besetzt werden. Stichwort Blitzkrieg, deswegen wird das so genannt. Auf Frankreich kann sensationell schnell eingenommen werden. Dann passieren aber ein paar Sachen, sodass es kippt. Deutschland überfällt Russland, aber scheitert bei der Stadt Stalingrad. Auch der Feldzug von den Achsenmächten in Afrika scheitert. Zudem treten 1941 die USA in den Krieg ein. Damit wendet sich das Blatt und es läuft nicht mehr gut für Deutschland. Jetzt kommt es zu einer Phase, wo sich die deutsche Niederlage abzeichnet. Es gab eine Invasion der Alliierten in Italien 1943 und nochmal eine in Frankreich 1944. Im Osten gibt es auch auf den Sack. Anfang 1945 startet eine große Offensive der Sowjetunion. Das führt zur Besetzung und zur bedingungslosen Kapitulation von Deutschland am 8.5.1945. Damit sind wir schon durch mit unserem Überblick. Merkt euch also Folgendes. Überfall auf Polen gleich Beginn des Zweiten Weltkriegs. Achsenmächte Deutschland, Italien, Japan versus Alliierte England, Frankreich, USA, Sowjetunion. Anfangserfolge, aber dann Wende und Niederlage für Deutschland. Nice Leute, wenn ihr jetzt einen Überblick bekommen habt, dann müsst ihr natürlich das Ganze für die nächste Klausur perfekt drauf haben. Das könnt ihr direkt üben bei uns auf thesimpleclub.de und in unserer App. Bis gleich!